kleine Maus. Die war süß. Hier haben wir ein Buch. Eine Seite fehlt. Sagte ich ja bereits, eine Seite fehlt. Hier haben wir einen kaputten Riegel. Deswegen kriegen wir die Falltür nicht auf. Da haben wir einen Penner. Nee, das ist... Also, der hat eindeutig zu viel weggekippt heute Abend. Sonst würde der nicht so mit dem Kopf auf der Theke hängen. Ganz, ganz schlimm, der Kerl. Und wir bekommen... Schwefel! Mausi! Mausi ist wieder da rumgelaufen. Was haben wir hier? Hier haben wir Kacheln. Und hier fehlen Kacheln. Ich brauche hier etwas. Da haben wir noch ein Barregal. Hier scheint etwas zu fehlen. Richtig, eine Flasche. So, jetzt klauen wir erstmal hier den Grammophongriff. Der Wirt schläft tief und fest. Den muss ich wecken. Und zwar machen wir das mit dem Grammophon. Hier, machen wir mal den Griff dran. Schallplatte aufgelegt und angeschaltet. Dum, dum, dadum, dum, dum, dadum, dadum. What? Who goes there? Please excuse me. I must have dozed off. You, sir, are our first visitor in the last few days. Since the horseman appeared, my business has been dead as a doornail. Was? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie. Ich muss eingenickt sein. Sie sind der erste Besucher seit Tagen, Sir. Seit der Reiter erschienen ist, ist mein Laden wie ausgestorben. The horseman, that strange phantom everyone fears? Der Reiter? Das seltsame Phantom, vor dem sich alle fürchten? Well, the headless horseman. He roams the land at night, tirelessly searching for his head. Everyone who has crossed his path pays with their life. Beheaded. Der kopflose Reiter! Er durchstreift nachts das Land auf der Suche nach seinem Kopf. Wer ihm über den Weg läuft, bezahlt mit seinem Leben. Und seinem Kopf. If so, who reported seeing the demon? They were all beheaded. Wenn das so ist, von wem stammen dann die Berichte über den Dämon? Ha? Wenn doch alles seine Opfer geköpft wurden, ja? You don't believe it? Well, that's up to you. So, if you're not afraid to walk around at night, do me a favor. Seine Antwort darauf müsste eigentlich lauten, well played. Yes, well played. Sie glauben mir nicht? Nun, das ist Ihre Sache. Wenn Sie keine Angst haben, nachts allein herumzulaufen, können Sie mir einen Gefallen tun. I visited the Killians recently. I left my pince-nez there. Could you please return them to me? I can see barely anything without my glasses. I'd be ever so grateful. Ich muss gerade sagen, diese Stimme von ihm hier ist sau anstrengend zu sprechen, also die ich mir gerade hier rausgesucht hatte, die war beim letzten Mal nicht so schlimm. Ich habe kürzlich die Killians besucht. Dort habe ich meine Brille vergessen. Können Sie sie holen? Ohne sie sehe ich ihn nämlich kaum etwas. Bin blind wie ein Maulwurf, müssen Sie wissen. Wären dankbar. Ja, und genau so kommt's. Wir müssen für den Eulen seine Brille suchen, kriegen dafür den Schlüssel. Den Hintertürschlüssel. Oh, ja. Und damit gehen wir hier durch die Hintertür. Einmal, zweimal und raus geht's. So, und hier sind wir... Wo sind wir denn hier? Wir sind hier... Da muss wahrscheinlich das Haus von den Killians sein. Ich habe hier übrigens... Ich rede viel zu schnell. So, ich habe hier ein Zahnrad aufgehoben. Und das da hinten, das muss das Haus der Killians sein. Weit und breit steht keine andere Bude. Nur das von diesen Killians. Genau da hinten. So, hier hinten dran ist ein Hufeisen. Nehmen wir mit. Da sind noch Kacheln. Und da oben haben wir eine Tasche. Die hängt zu weit oben. Da haben wir Sand. Einfach nur Sand. Und da drin sitzen Fledermäuse. Könnte man meinen. Oder zumindest irgendwelche Ratten oder irgendwas mit leuchtenden Augen. Aber ganz im Ernst, Käfer haben keine leuchtenden Augen. Vor allem nicht solche komischen Maden. Guckt euch die Augen an, guckt euch die Maden an. Nee, das geht nicht.
Diese kleinen Biester können giftig sein. Ja, könnten sie. Wow. Und es fängt alles an zu brennen. Und der behinderte Popeljunge winkt uns mit seinem Arm darüber. Guckt euch seinen behinderten Arm an. Er ist nicht nur ausgesetzt worden, er ist auch noch behindert. Constable, over here, please. The horseman has headed over to the midwife's dwelling. Stop him, or he'll kill Mrs. Killian and all her family. Wachtmeister, hier drüben, schnell! Der Reiter ist zum Haus der Hebamme geeilt. Wenn sie ihn nicht aufhalten, wird er Mrs. Killian und ihre ganze Familie töten. Und er verschwindet auf mysteriöse Art und Weise hinter diesem Baum. So, gehen wir mal runter. Was? Wer war das? Wow, also den habe ich beim ersten Mal nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Das war mir jetzt auch gerade neu. Was ist das nochmal? Das war der Riegel. Hier haben wir einen Deckel für irgendeine Lampe, ein Lappenteil. Einen nassen Sack. Hier ist ein Fass. Dann kann Donkey Kong nicht weit sein. Darin ist etwas. Ein Kürbis. Den können wir hier aufschlitzen. Von der anderen Seite verriegelt. Ja, es ist zu. Da komme ich nicht hoch. Na, wie ich da nicht rankomme, ziemlich hoch. Ich muss nachdenken. Ja, Entschuldigung, Leute, ich sagte ja, ich musste nachdenken. So. Hier, was haben wir hier? Roger, vielleicht versteckt er sich hinter den Halmen. Nein. Roggen, vielleicht ist etwas zwischen den Halmen. Robin Hood, vielleicht, oder so. Und hier brauchen wir auch mal wieder einen Schlüssel, denn hier ist es verschlossen. Ja, wir haben aber noch keinen Schlüssel. Also wandern wir zurück und genau, setzen hier die Kacheln ein. Aber dann fehlen immer noch welche. Ach ja, genau, dann kommt hier der Riegel rein, wird aufgemacht und wir gehen runter. Und wimmeln hier eine Runde. Hier wimmeln wir wieder mit Bildern. Und wir suchen einen Fliegenpilz. Der ist hier. Eine Gabel ist hier drüben. Das Buch der Dämonen. Beschwörung. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo das ist. Ein Kamm brauchen wir. Weiß ich jetzt auch nicht. Sonne. Wollen wir die Sonne? Sonne war da oben. Und da ist eine Fledermaus. Ich bin Batman. Oh, meine Stimme geht jetzt komplett flöten. Ich kann noch nicht mehr Batman sagen. Ich bin Batman. Oh Gott. Hier, ich weiß ja auch nicht, was sie in diesem Wimmelbild spielen. Immer mit diesen Kindern und Babys und Puppenmame. Sieht aus, als hätten sie hier einfach so ein Baby da gehangen. Einfach so aufgehangen. Total blutüberströmt hier an der Seite. Yeah, total ekelhaft. So, was suchen wir hier noch? Wir suchen noch einen Blumenkranz. Der ist da oben. Einen Hut, der ist nebendran. Das Schwert und das Wappen. Ein Froggy. Ein Frosch. Der ist da. Der Teddy mit dem abgerissenen Ohr sitzt da drüben, ganz traurig, guckt da. Wir nehmen den trotzdem mit. Dann brauchen wir noch eine Kerze. Ist hier. Diese Schatulle hier. Und das Fläschchen mit Eingeweiden da drüben. Ist echt eklig. So. Ach genau, hier war das Buch. Jetzt muss ich echt überlegen, wo dieser Kamm nochmal war. Oh, ein Wolf. Hier, wir haben übrigens überall Tiere hier. Da haben wir eine Schlange, eine Eule, einen Wolf, einen Schwein, ein halbes noch. Aber noch eine Fledermaus. Wo war jetzt nochmal der Kamm? Ach genau, der war ja hier hinter dem Baum. Der war ja so gut versteckt. So, und hier suchen wir Kacheln. Habe ich hier direkt auf Anhieb gefunden. Nehmen wir mit.
Du hältst eine Auszeichnung. Ausdauernd. Oh yeah, ich bin ausdauernd. Kleiner Witz. Okay, Kacheln eingesetzt und jetzt können wir hier noch das Rätsel machen. Hier habe ich rausgefunden, muss man die Teile auf jeden Fall drehen. So, und das erste Teil kommt schon mal hier in die Ecke. Das hier kommt da unten hin. Hier ist ein Teil von der Windmühle. Das kommt so hin. So, nee. So war das. Und hier. Nee, das war falsch. Das kommt dahin. Dahin. Ich glaube, das kommt irgendwie so. Nee. So. Ah ja, genau. Ich kann leider, auch wenn ich hier eines wieder weglegen will, geht das immer wieder auf den Stapel zurück. Sprich, ich muss immer die obersten nehmen. Wo war das denn noch? Das war hier, genau. Dann haben wir hier noch die Blume. Letzte Teil vom Windrad. Das kommt dahin. Das Schäfchen hier. Da. Jetzt habe ich zu viel gedreht. Hier kommt es hin. Da. Da. Ach nee, Quatsch, das ist ja das Dach. So, und das letzte Schäfchen hier. Hier hin. Und wir haben auch das Rätsel geschafft. Und bekommen einen Riesenschlüssel. Ach, das ist der Mühlenschlüssel. Genau, das war er, ja. Oh, Mäuschen. Ich würde gern das Mäuschen mitnehmen. Moment mal. Gehen wir nochmal zurück. Da oben ist ein Hufeisen. Habe ich gerade nochmal gesehen, so. Nehmen wir natürlich mit. Ach genau, und ich zeige euch einfach mal, was man mit diesem Hufeisen machen kann. Und zwar kann man hier in die Trophäen einsehen, also sieht, was für Trophäen es gibt. Ja, es dauert erstmal, weil ich habe ja schon so viele errungen, wenn ich einfach immer bin, das wisst ihr ja. So, hier haben wir scharfen Blick. Du hast 3 Objekte in weniger als einer Minute gefunden. 5 Objekte weniger als einer Minute. 7 Objekte in weniger als einer Minute. Du hast 5 Objekte... Quatsch. Super, du hast bei der Suche nach Objekten 5 Klicks verwendet. 7 Klicks... 10 Klicks. Dann haben wir hier. Naturtalent. Super. Du hast ein Rätsel gelöst, ohne die Lösungsfunktion zu benutzen. Also es hätte auch wirklich mal einen Schimpanse schaffen können. Wunderbar. Du hast eine Wimmelbildszene abgeschlossen, ohne einen Tipp zu verwenden. Das hier natürlich für 2. Gibt es hier dann nochmal 7. War das hier? Ja, das waren 3. Stimmt. Hier 7. Und hier gibt's. Ah ne, finde alle Hufeisen in einem Kapitel. Ja, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft gehabt. Glückwunsch, du hast das erste Kapitel des Spiels abgeschlossen. Das zweite, dritte, vierte. Hier ist das 5. Kapitel. Das hier ist das Bonuskapitel. Und das hier ist für das gesamte Spiel. So, und genau, was ich euch zeigen wollte, hier kann man noch irgendwelche Gegenstände kaufen. Was sie bringen, habe ich nicht rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Sinn haben. Ich weiß nur, dass man sie kaufen kann. Und weil ich es so cool finde, kaufen wir uns den Spürhund und den Goldfisch. Yay, guck mal, wir haben den coolen Spürhund. Das sieht richtig cool aus, so ein richtiger Beagle-Dackel-Mischling, so sieht er aus. Ja, wir haben noch ein Hufeisen übrig. Für 1 gibt es hier, glaube ich, nichts. Von daher ziehen wir wieder von dannen und rätseln mal noch ein bisschen weiter. So, was haben wir denn noch hier im Inventar? Genau, wir müssen jetzt zur Mühle, die doppelt abgesperrt ist, wie alles. Ach, guck mal, schon wieder ein Mäuschen. Guck mal, oh, wie süß. In dem Loch könnte sich etwas Nützliches befinden. Ja, ein Lineal. Das brauche ich auch. Und mit dem Holzstock gehe ich jetzt die Maus verjagen.